Herzlich willkommen zu diesem, was auch immer das ist. Es ist kein Zeitcast, haben wir gerade beschlossen. Hallo, liebe Publikum. Sondern einfach ein Podcast, bei dem halt auch ein Video läuft. Mhm. Hallo, Kathi. Hallo, Ralf. Schön, hier zu sein wieder. Es war so schön das letzte Mal. Ne? Haben wir gedacht, müssen wir nochmal. Wir haben vor Wochen und Monaten, hatten wir hier einen Podcast über energetische Medizin, der ja, wie man weiß, auf YouTube alle Rekorde geschlagen, gebrochen oder sonst irgendwas hat. Ich bin ein Superstar. Immer noch auf Platz 1. Wir freuen uns darüber, voll Verwunderung und gehen davon aus, dass das vielleicht auch am Thema liegt, was wichtig ist und haben deswegen beschlossen, wir machen einen zweiten Teil. Mhm. Und falls man sich jetzt wundert beim Zugucken, hier steht noch ein extra Mikrofon, weil wir jetzt eine eigene Tonspur machen für den Podcast, damit man das ein bisschen besser auf dem Podcast hört. Was aber die den Podcast hören natürlich jetzt nicht sehen, weil sie den Podcast hören. Und was wir auch noch machen wollen, das als Vorbereitung, ist, dass wir überlegt haben, wir könnten vielleicht eine etwas andere Gesprächsform wählen und uns da inspirieren lassen wollen von Michael Lukas Möller, dem Zwiegespräch, und von Blom, dem Dialogos. Und beschlossen haben, wir lassen uns ausreden, Gedanken zu Ende führen und setzen die Gedanken nach Möglichkeit fort. Ja. Was, und deswegen sagen wir es, die Konsequenz haben kann, dass es bisweilen mal eine Denkpause gibt. Das ist richtig, Ralf. Die aber bei den Podcast-Hörern nicht bedeutet, dass irgendwas kaputt ist oder die Batterie leer oder die Verbindung fehlt, sondern wir täten dann einfach denken. Wir täten dann denken. Das genau, und das muss man wissen. Braucht manchmal sogar Zeit. Ne? Ja, also Vorwarnung an die Podcast-Hörer, wir bleiben online, aber denken vielleicht zwischendurch. Wir denken gut. Zwischendurch. Ne? Und inhaltlich haben wir beschlossen, dass wir uns ein einfaches Thema nehmen. Wir wollten einfach nur klären. Schön. Wir wollen einfach nur mal eben klären, was Gesundheit ist. Genau, mal eben in 5 Minuten. Genau. Und ich hab mir zuzwitschern lassen von irgendwelchen Geistern, dass du da schon dir vorbereitend Gedanken gemacht hast. Ja, weil das Thema ist komplex und ist ja auch ein typisches, ja, ist ja Metasprache. Was ist Gesundheit? Also wo gucke ich überall hin? Und als du mich fragtest, wollen wir da noch mal eine Stunde drüber reden, habe ich erst mal überlegt, ja, was will er denn? Möchte er jetzt wissen, was ich denke, was Gesundheit wäre, was andere denken oder wie man sich gesund hält, was man tun kann? Oder, ne? Also gibt es viele Betrachtungsmöglichkeiten und da fangen wir heute einfach mal mit an. Hast du für dich eine Antwort? Teile. Siehst du, das hat es auch mit NLP zu tun, Teilearbeit. Nee, ich hab tatsächlich, es war eine angenehme Situation, sich da mal vertieft noch mehr Gedanken zu machen. Was bedeutet Gesundheit? Welchen Stellenwert hat Gesundheit? Welchen sollte es haben? Welchen hat es gesellschaftspolitisch gerade? Oh, und da gehen wir heute drauf ein. Ja, drum eben meine Frage, gibt es von deiner Seite aus schon so eine Art erstes Antwortangebot? Ich weiß ja noch, was ich gesagt habe, als du mich anriefst, dass wir über das Thema reden wollen. Und dann habe ich gesagt, ja, Gesundheit, das ist als allererstes mal so die typische Antwort darauf, wenn jemand niest. Okay. Eine Floskel. Und dann ist mir als nächstes eingefallen, dass ich mal in der U-Bahn das zu einem englischsprachigen Menschen gesagt habe. Mhm. Und da sagt man ja nicht Gesundheit, sondern ich habe das mal so gelernt, God bless you. Bin dann von diesem Fahrgast angeschnauzt worden, warum ich denn God bless you zu ihm sage. Er wäre ja schließlich Atheist. Mhm. Später habe ich herausgefunden, es heißt nur bless you. Aber Ralf, was sagt man denn in anderen Ländern dazu? Du bist ja da sprachaffin, habe ich mir gesagt. Überhaupt nicht. Also was man da sagt, weiß ich wirklich nicht. Mhm. Also ich wüsste in keiner anderen Sprache. Sagt man es überhaupt noch? Es gab ja mal diese offiziell sagt man es auch in Deutschland nicht mehr. Und ich habe mal gelesen, dass es angeblich aus der Pestzeit kommt und dass man damit eigentlich sich selbst Gesundheit wünscht. Also wenn der andere niest, könnte der was Schlimmes haben und dann wünsche ich mir quasi Gesundheit, mir, um mich vor dem zu schützen. Und ich glaube, momentan ist die aktuelle Höflichkeitsempfehlung, dass man es einfach ignoriert. Also man sagt nicht aufwischen. Und man macht es auch nicht. Ja. Also
Und seit 2 oder 3 Jahren wissen wir ja, dass man in die Armbeuge rein niest und ähnliche Sachen. Wobei ich das früher auch schon gemacht habe. Hm. Also ich fand es früher schon befremdlich, irgendwie in die Hand, wo ich alles andere auch mit anfasse. Oder noch besser eben ins Taschentuch. Zum Thema Gesundheit. Also ich bin ja medizinhistorisch, ist ja so ein bisschen Hobby von mir. Und ich habe mir oft überlegt, wie haben die Leute eigentlich gelebt, bevor es Bakterien gab? Also du weißt, was ich damit meine. Bevor es quasi das Bewusstsein gab, es gibt Keime. Mhm. Also wo Leuten einfach noch nicht klar war, dass über Luft, über Aerosole, über Schmierinfektionen, über Wasser und so weiter sich durch Keime Sachen übertragen, so wie auch zum Teil Kinder oder Tiere. Mhm. Also wenn du es auch siehst, wie Kinder im Kindergarten problemlos Essen und Trinken miteinander teilen und da rumsabbern und sich überhaupt nichts ausmachen, wenn sie einmal den hier und dann Hand und ähnliches, weil die halt nicht in der Welt leben, wo sowas auf die übertragen wird. Naja, also es ist ja schon so, dass die Immunkräfte dadurch gestärkt werden, wenn du halt entsprechend viele Bakterien irgendwann mit aufgenommen hast. Ja. Andererseits, die Sterblichkeit war vor Penicillin schon auch. Danke, dass du das sagst, weil das wollte ich jetzt auch gerade sagen. Ja. Das ist das eine. Und das andere, der Semmelweis hatte ja auch mal rausgefunden, wenn man sich die Hände wäscht. Also das war dieses Experiment, oder was heißt Experiment, dieses Forschen auf der Babystation, dass die Kinder oder die Baby- und Müttersterblichkeit rapide gesunken ist, einfach durch ein bisschen Hände waschen. Aber jetzt kommen wir ja zu dem berühmten, der zur berühmten Frage, was ist Gesundheit aus der Perspektive der WHO? Weil bis vor irgendwie so und so vielen Jahren war ja die Definition, Gesundheit ist die Abwesenheit von Krankheit. Mhm. Und jetzt haben die das ja geändert zu einer, ich krieg's ja nicht ganz wörtlich hin, aber Gesundheit ist der Zustand vollständigen Wohlbefindens, körperlich, seelisch und sozial. Richtig. Irgendwie sowas in der Richtung. Mhm. Die Reihenfolge ist ein bisschen anders. Aber das Spannende ist halt, dass die auf die etwas definiert haben, was sozusagen per Definition unerreichbar ist. Weil vollständiges Wohlbefinden, wissen wir beide, das klappt nicht. Und dann auch noch körperlich, sozial und seelisch. Auf allen Gebieten. Wo fängt man an, wo hört man auf? Und es ist eine völlig individuelle Sache, Ralf. Also was empfindet der eine als Wohlbefinden? Das ist sehr individuell. Also wo fängt Wohlbefinden an und wo hört es auf? Welchen Zustand muss ich haben? Also ich war lange Schmerzpatientin beispielsweise. Innerhalb dieser Blase hatte ich aber durchaus meine guten Tage. Oder es gibt viele Bettlägerige, die sind mit Sicherheit nicht unbedingt komplett gesund. Aber wo fängt es an, dass das Wohlbefinden tatsächlich aufhört? Und in welchem Bereich? Oder sogar noch eine Ebene höher. Ich weiß, dass wir beide bereit sind, darüber auch zu reden. Es ist ja an sich schon verrückt genug, dass wir hier zusammensitzen und uns zum zweiten Mal eine Stunde Zeit nehmen, über das Thema zu reden. Mhm. Das hättest du vermutlich vor 2 oder 3 Generationen keinem begreiflich machen können, dass das so ein Thema ist. Die Gesundheit? Ja, also dass man da so ein Drama drum macht. Wie bereits erwähnt, ist ja Medizingeschichte so ein bisschen Hobby von mir. Und ich habe ein Buch nicht zu Ende gelesen, weil es war mir einfach zu langweilig geschrieben. Aber das ist eine Geschichte. Es trägt den Titel Die Erfindung der Medizin. Und es geht um die alten Griechen, die halt als erste eine richtige Medizin hatten als Lehrberuf. Es war ja quasi erst ein Handwerk und dann wurde mehr und mehr ein Lehrgebäude daraus. Und in dem Buch fand ich sehr spannend, dass die alten Griechen 2 ganz verschiedene Sachen unterschieden haben. Das eine waren Unfälle und Verletzungen. Das war der Job des Arztes, sich darum zu kümmern, vor allem aus Kämpfen, Kampfverletzungen und wenn ein Tier oder sowas kam. Und das zweite war das, was wir heute Krankheiten nennen, sowas wie Infektionskrankheiten. Da hätten die sich niemals getraut, ranzugehen, weil das kam von den Göttern. Und wenn du sowas hattest, musstest du in den Tempel gehen. Also schon mal das Grundkonzept. Und was bei den alten Griechen auch noch war, ist, nachdem die das Alter gehasst haben und die Jugend vergöttert haben, wäre jeder Arzt gesteinigt worden, der auch nur das Leben um einen Tag mehr verlängert hätte, als es unbedingt notwendig war. Also Lebensverlängerung war das komplette Gegenteil von dem, was die wollten. Der Tod war ehrenvoll und eigentlich eine willkommene Erlösung aus dem irdischen Jammertal.
Da bin ich sehr froh, dass ich nicht eine alte Griechin bin. Aber sich klarzumachen, wie anders das Konzept ist. Ja. Also ich glaube, wir gehen zu sehr davon aus, dass das, was wir heute unter Gesundheit verstehen, etwas ist, was seit Generationen, seit Jahrhunderten, seit Jahrtausenden Leute unter Gesundheit haben. Überhaupt nicht, kein bisschen. Wir hatten es im Vorgespräch davon, im Barock war es wieder ganz anders. Mhm. Da war dann, wurde die Krankheit gefeiert und das Kränkliche, das Siechtum. Das gab es ja mehrmals. Ich meine, du erinnerst dich bestimmt auch Kameliendame, sowas. Ja. Also es gibt immer wieder so Zeiten, auch die Zwischenkriegszeit, die 20er Jahre, es gibt immer wieder so Zeiten, wo man sich das Zarte, das Blasse, das Ätherische, das Verletzliche auf eine bestimmte Art gefeiert wird und nicht eben das Robuste, Stämmige. Es zieht sich ja dann durch alles. Also bei Kameliendame musste ich gerade an mein allerliebstes Handlungsballett denken, von John Neumeier, die Kameliendame. Wird begleitet vom zweiten Klavierkonzert von Chopin. Ein unglaublich schönes Stück. Und deswegen musste ich gerade so breit grinsen. Aber um zurückzukommen auf deinen Gedanken, es hat schon gesellschaftspolitisch eine andere Bedeutung. Und jetzt beschäftigen wir uns beide, du viel intensiver als ich, mit Spiral Dynamics. Wir leben in einem grünen Zeitalter. Vielleicht. Also grün oder orange. Eins von beiden. Mhm. Aber natürlich ist grün sehr bedeutsam. Und da ist ja der Gott der grünen Gesellschaft ist die Gesundheit, oder? Genau. Mhm. Also wenn man es überträgt, ist die WHO quasi der neue Vatikan. Ja. Das ist doch gerade ein... Also Guterres oder wie der heißt, ist dann der Papst. Naja, du hast im blauen Zeitalter hast du sozusagen die weltumspannende Kirche mit dem Vatikan als Zentrum. Im orangen Zeitalter ist es das weltumspannende Finanzsystem mit vielleicht Weltbank, Internationaler Währungsfonds, World Economic Forum, irgendwie sowas als Vatikan. Und im grünen Zeitalter, dem wir uns mindestens nähern, also Corona war da eigentlich das erste Mal, wo wirklich was Weltumspannendes in der Art war, wird die WHO jetzt mehr und mehr zur Weltregierung. Das kriegt man ja mit. Es gibt ja da so bestimmte neue Gesetzesvorlagen, die gerade im Gespräch sind, dass die WHO wirklich im Falle einer Pandemie im Grunde Durchgriffsrecht bekommt auf die einzelnen Staaten. Und unabhängig davon, ob man das gut oder schlecht findet, das haben wir ja auch bei Corona gemerkt, dass plötzlich der Gesundheitsminister eigentlich höchste Gewalt bekommt. Und das ist, da ist ein Paradigmenwechsel drin. Also welchen Stellenwert wir der Gesundheit geben. Der Gesundheitsminister war immer so ein Job im Kabinett, wo man halt irgendeinen geparkt hat, dass der da mitläuft. Also der hat sich halt mit Krankenkassen rumgeschlagen. Aber in Corona wurde der plötzlich zu quasi der mächtigsten Mann in der Regierung. Da ist ein Paradigmenwechsel. Woran liegt das, Ralf? Was meinst du? Dass die Gesundheit diesen erhöhten Stellenwert bekommt? Also wenn du die Frage so stellst, habe ich keine Idee. Ich kann ein paar Sachen sagen, warum es möglich wurde, dass es so hinkommt. Das ist natürlich der Erfolg der orangen Schulmedizin. Also erst wenn wir durch Hygiene und Antibiotika und ähnliche Sachen imstande sind, ein gewisses Niveau an Gesundheit überhaupt zu erreichen, also dass Gesundheit erreichbar erscheint, dann, wenn du vor 100 Jahren gesagt hättest, Weltgesundheit ist ein Ziel, die Leute hätten dich ausgelacht. Das war so absurd, es war so... unglaublich weit weg, genauso wie halt auch das orange Versprechen, dass niemand auf der Welt mehr in wirklicher Armut lebt, was ja fast erreicht ist. Das hätten die Leute ja auch vor 100 Jahren absurd. Das war völlig klar, dass Leute hungern und arm sind. Und inzwischen ist es ja, wenn du gerade Hans Rosellen heißt der, glaube ich, Hans Rosellen oder Rosling, Factfulness, der bringt ja da sehr spannende Zahlen über Armut und Reichtum auf der Welt. Und er meint, die meisten Leute haben die Bilder aus den 70er Jahren im Kopf. Also es gibt diese ganz, ganz armen Leute, gibt es fast überhaupt nicht mehr auf der Welt. Das ist ein großer Erfolg von Orange. Und darum kann man im Grunde davon ausgehen, dass wir demnächst vermutlich auch nicht mehr diese wirklich ganz, ganz kranken Leute auf der Welt haben. Dass sowas wie Zugang zu sauberem Wasser, das wird wahrscheinlich demnächst der Fall sein. Und dann ist es halt denkbar, sowas überhaupt zu formulieren. Ich meine, überleg mal, jetzt in der Corona-Zeit
wo dann Bill Gates sagte, wir impfen die Welt. Den Satz vor 50 Jahren, die Leute hätten noch nicht mal die Mühe wert gefunden, darüber zu lachen. So absurd wäre der gewesen. Inzwischen ist sowas denkbar. Ohne jetzt darauf einzugehen, ja, ob die Welt geimpft werden möchte. Ja, aber einfach, ja, dass es also möglich ist, das zu denken. Es ist möglich, ja, und es wurde ja zum Teil auch durchaus, ja, angestrebt. Aber eine Diskussion über Impfung machen wir jetzt hier nicht. Ne? Hm. Nee, da beziehen wir keine Position. Nee, aber ich finde auch gerade bei sowas, wenn wir auch überlegen, warum wir darüber nicht diskutieren, weil du eigentlich da wieder in so ein religiöses Fahrwasser kommst. Es ist eine Glaubensfrage. Natürlich. Keiner von uns ist fachkompetent genug, das wirklich zu beurteilen. Aber oder? Das ist nicht anders als im Orangensystem die Frage Kommunismus oder Kapitalismus. Ja. Oder machen wir jetzt quasi, also welche der Finanztheorien glauben wir jetzt? Das sind ja auch Glaubenssätze, ob man quasi österreichische Schule oder diese, es gibt da verschiedene Geldtheorien, die ich jetzt nicht aufzählen kann. Mhm. Aber das sind ja alles Glaubensfragen. Ich meine, kein Politiker kann sicher sagen, dass seine Geldtheorie die ist, die Wohlstand bringt. Das sind alles Glaubensfragen. Und darüber zu reden, ob jetzt der Gott der Bibel oder der Gott des Korans der Stärkere ist, ist ungefähr so sinnvoll wie die Frage, wenn ich es sage, so sinnvoll wie die Frage, impfen oder nicht. Das ist natürlich dünnes Eis, aber im Grunde, finde ich, ist es das. Mhm. Also ich habe mir in der Zeit immer überlegt, ich bin staatlich geprüfter Kirchenmusiker, ich habe eine Heilpraktiker-Ausbildung, das ist sozusagen meine Kompetenz. Wenn Leute mit einer Fülle von Doktortiteln, die an Universitäten lehren, sich nicht einig werden über das Thema, dann ist es komplett okay, wenn ich sage, ich weiß es auch nicht. Finde ich auch. Warum soll ich es wissen? Dann kann jeder nach seinem Gefühl auch entscheiden. Ja. Und das Schöne an einer eigenen Meinung ist ja vor allen Dingen, man dürfte die auch für sich behalten. Ich finde, es gibt sogar noch was Schöneres. Das Schönste an einer eigenen Meinung ist, sie darf falsch sein. Auch das. Irren ist menschlich. Ja. Das stimmt. Um bei dem Thema Glauben kurz zu bleiben, da bin ich ja dann auch wieder ein bisschen so in meinem Fahrwasser. Ich glaube, Gesundheit hat unwahrscheinlich viel mit Mindset zu tun. Und das sowohl in meiner Arbeit, ne, wenn ich so meine Energien fließen lasse oder die Energien fließen lasse, als auch, und das merke ich in letzter Zeit immer öfter, NLP ist eine wunderbare Ergänzung, das Mindset so zu programmieren, dass man entweder gar nicht erst krank wird oder auch schneller gesund. Ich habe von einem Teilnehmer gehört, der macht seine Erkältung weg mit dem Six-Step-Reframing. Mhm. Kennst du auch? Ja, da geht ganz viel. Also ich würde sagen, vor allem Six-Step und Mapping Across sind die beiden Hauptwerkzeuge aus der NLP-Hausapotheke. Also ich finde, wer NLP-Practitioner ist und sowas hat und das nicht probiert hat, sollte sich überlegen, sein Zertifikat vielleicht doch lieber anderweitig zu verwenden. Weil ich meine, Mapping Across ist eine Sache, das kostet dich 10 Minuten, vielleicht 20 Minuten. Ein Six-Step, wenn du geübt hast, ähnlich. Und bevor einer irgendwie tagelang im Bett liegt und vor sich hin schnieft, wenn man sich damit 2 Tage sparen kann, warum nicht? Oder sich einfach auch dabei, während man das macht, schon besser fühlt, angenehmer. Man kann ja trotzdem auskurieren, aber ich finde, man darf sich dabei auch nicht nur schlecht fühlen. Wobei natürlich du damit auch eine sehr paradox philosophische Frage aufmachst, nämlich wenn jemand eine Erkältung hat, ist der in dem Augenblick wirklich krank? Und zwar einfach deswegen, man weiß ja heute, dass wenn du dein Immunsystem nie verwendest, ist es ja auf Dauer gar nicht gesund. Also brauchst du nicht für die Gesundheit manchmal sogar eine Krankheit? Wäre es nicht sogar krank, nie krank zu sein? Da gebe ich dir völlig recht, Ralf. Also im Prinzip ist es sowas wie das Fitnessstudio, wenn es im Sommer den Pool ablässt, um ihn zu reinigen. Und dann ist er halt mal 2 Tage nicht benutzbar. Und so ist es mit einer Erkältung auch einfach mal so ein Wartungszeitraum. Ja. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Wann warst du das letzte Mal erkältet? Ist schon ein Stück her, ne? So richtig dolle? Da war es echt Corona bei mir. Bei mir auch. Ja.
Aber so diese Anflüge, wenn man die mal hat, kommt bei mir auch immer nur, wenn mir so ein bisschen was zu viel wird, ich zu gestresst bin oder ich wirklich so sage, oh, jetzt mal so einen Tag die Beine hochlegen, wäre jetzt auch nicht verkehrt. Und was ich festgestellt habe, wenn ich dann wieder aufstehe, immer so mit einer Zäsur, also man kam dann auch wirklich mal runter. Man kam auch auf neue, oder ich kam auf neue Gedanken. Und man geht gestärkter raus, als man vorher war. Wobei da ein ganz komisches Phänomen auch ist, dass das so berufsabhängig ist. Ich meine, ich arbeite nur selbstständig und ich habe Seminartermine. Ich habe in meiner gesamten Zeit, das sind inzwischen 30 Jahre, ich glaube, keine 5 Tage gehabt, wo ich Seminare absagen musste, weil ich krank war. Und wenn ich angestellt gewesen wäre, ich bin mir komplett sicher, dass es da viel mehr Tage gegeben hätte, wo ich gesagt hätte, nee, ich fühle mich nicht gut. Und wenn du guckst, ich meine, du weißt vermutlich auch, Beamte sind ganz oben und da sind nochmal Polizisten und Lehrer ganz, ganz oben. Also es ist auch sehr spannend. Sind die öfter krank? Geben die sich das öfter? Woran liegt es, dass... Ich meine, Angela Merkel, die war, glaube ich, in ihrer gesamten Amtszeit 1 oder 2 Mal nur krank. Ich glaube, das hängt auch viel von den eigenen Werten ab. Ja. Also Pflichtgefühl, Loyalität oder ich werfe jetzt hier mal einen ganz neuen Gedanken rein. Du bist selbstständig mit einer Tätigkeit, die dich vielleicht auch erfüllt. Oder? Macht es dir ein bisschen Spaß, was du machst? Gut. Und weißt du das von allen Beamten? Ich kann mir vorstellen, es gibt da auch welche. Ja, das da ist kann man jetzt klar. Mal gucken, wie da der Krankenstand ist. Ja, ist aber wenn man für klar. was brennt, dann. Na, du, ich denke mir es oft. Ich habe zum Beispiel das letzte Mal, wo ich in Anführungszeichen krank war, war so, ich hatte so dermaßen Rückenschmerzen, dass ich einfach wusste, ich werde das Seminar nicht geben können. Dann habe ich damals mit Daniel einfach ausgemacht. Daniel, du bist Assistentin am Wochenende. Du setzt dich vor die Gruppe. Ich schalte mich von zu Hause über Zoom zu. Du stellst den Beamer auf und projizierst mich an die Wand. Dann konnte ich nämlich von zu Hause aus zwischendurch immer Übungen machen und meinen Rücken pflegen. Und habe auf Diät, wo ich mir auch hinterher gefragt habe, warum mache ich das eigentlich? Also jeder normale Angestellte würde da einfach sagen, ich bin krank. Und da habe ich gemerkt, das Interessante an meiner Position war, dass es nicht zweiwertig war. Es gab nicht krank und gesund, sondern es gab die Frage, wie krank oder wie gesund. Also welches Maß an Tätigkeit ist wie möglich in diesem Moment? Und als Angestellter ist es klar, entweder ich lasse mich krank schreiben oder ich bin gesund. Aber halb gesund gibt es da irgendwie nicht. Und das fand ich spannend für mich zu merken, dass es eine feinere Differenzierung ist. Und du hast einfach nach mehr Möglichkeiten, nach mehr Lösungsmöglichkeiten gesucht. Ja. Das musst du in einem Angestelltenverhältnis nicht, weil da liegt es auch nicht unbedingt nur in deiner Verantwortung. Ich hatte mir hier mal so eine Notiz gemacht. Ich habe hier einen Spickzettel hier unten, gebe ich zu. Und zwar, weil du das gerade sagtest, was die WHO noch sagte, was Gesundheit wäre. Nicht nur das körperliche und geistige Wohlbefinden, sondern, und hier werden wir jetzt deutsch, auch die Wiederherstellung der Leistungsfähigkeit und Funktionsfähigkeit. Das fand ich jetzt spannend. Inwieweit hängt Wohlbefinden oder Gesundheit von Leistungsfähigkeit und Funktionsfähigkeit ab? Also, wenn man jetzt über das Körperliche, dass ein Herz richtig schlagen muss, dass eine Lunge richtig arbeiten muss, die Funktionsfähigkeit sehe ich ein, aber es war so auf die Leistungsfähigkeit bezogen. Wie leistungsfähig muss ein Mensch sein, damit er als gesund gilt? Ist dann jemand, der nicht mehr so leistungsfähig ist, zum Beispiel, weil er sein ganzes Leben schon gearbeitet hat? Oder beispielsweise, nehmen wir mal eine junge Mutter, die leistet ja gerade ganz andere Sachen. Ist dann eine Schwangere krank? Ne? Weißt du, wie ich ja, meine? Das ist natürlich also so dieses Wort Leistungsfähigkeit hat mich stark verwirrt in der Definition. Du weißt ja, dass ich jetzt, wenn der Podcast draußen ist, gibt es den Newsletter schon, ab dem Newsletter 323, glaube ich, eine neue Reihe gestartet habe, muss ich jetzt von dir aus sagen, zum Thema Gotteslästerung.
wo es um die drei Götter der drei Spiralebenen Blau, Orange und Grün gibt, die nach meiner Meinung Gott, Geld und Gesundheit sind. Und ich dann im 324er anfange, drüber zu schreiben, das ist halt üble Probleme gibt, wenn ich die Götter anfange zu verwechseln und gegeneinander antreten zu lassen. Und Leistung ist natürlich ein Begriff aus der orangenen Welt. Das heißt, sobald ich diesen orangenen Begriff Leistung mit dem grünen Begriff der Gesundheit kombiniere, komme ich in was ganz Merkwürdiges rein. Weil, wie du schon sagst, was ist eigentlich Leistung? Was ist wirklich eine Leistung? Also wer leistet was? Wann ist es zu viel oder zu wenig Leistung? Da kommen wir in Teufels Küche. Gerade bei so Sachen wie der Mutter, gerade bei dieser, wie nennt man das, gibt es ein bestimmtes Wort dafür, also quasi Leistungen, die nach Familie erbracht werden, die aber aus volkswirtschaftlicher Perspektive nicht als Leistung angesehen werden. Und da gibt es diese vollkommen, ich kann nicht anders sagen, als Perversionen, dass wenn eine junge Mutter arbeiten geht und einer anderen Frau dafür Geld gibt, dass die auf ihr Kind aufpasst, dann ist es volkswirtschaftlich positiv. Wenn aber die junge Mutter selber auf ihr Kind aufpasst, ist es volkswirtschaftlich sozusagen, hat keinen Wert. Das ist an Perversion eigentlich nicht mehr zu überbieten. Und am besten ist es dann noch, es gibt darüber sogar einen Film, wenn die Tagesmutter dafür ihr eigenes Kind in die Kita stecken muss. Also es gibt einen Film, ich glaube Spanglish heißt der, wo es genau darum geht, dass in etwas wohlhabenderen Kreisen die Mutter arbeiten geht, deswegen holt sie eine Tagesmutter und die Tagesmutter dann ihr eigenes Kind in die Kita steckt. Penelope Cruz spielt damit. Ja, es ist krank. Ja. Da finde ich, da passt das Wort wirklich, dass es krank ist. Weil in dem Augenblick ist es natürlich so, dass das plötzlich zum Bruttosozialprodukt zählt. Der Staat daran verdient, wenn das nicht schwarz passiert, sondern offiziell. Und die Leistung volkswirtschaftlich plötzlich zählt, was sie sonst nicht zählte. Und da würde ich wirklich sagen, das System ist krank, weil es diese beiden Sachen auch miteinander vermengt. Da glaube ich aber, ändert sich gerade was. Ich glaube, wir kommen dahin, dass das, was früher unter diesem sprichwörtlichen, ich bin nur Hausfrau, lief, dass das inzwischen mehr und mehr anerkannt wird als extrem wichtig und wertschätzend und wertschöpfend. Also diese ganzen Sachen, die man nicht so auf dem Blick hatte. Und wir brauchen da auch gar nicht nur bei der jungen Mutter bleiben. Ja. Du, lass mich noch einen Punkt sagen. Ich glaube, du kommst gerade von meiner Oma. Das ist so ein dickes, altes Buch, was sozusagen eine Hausfrau wissen muss. Hauswirtschaftliches Blatt, irgendwas in der Richtung. Und ich habe mir das nach dem Tod meiner Oma genommen, weil ich fand das faszinierend. Da geht es natürlich um Kochen und Haushaltsführen, aber plötzlich kommt sowas wie kleine Reparaturen, es kommt Geld verwalten und es ist ein Riesenkapitel über Gesundheit drin. Ich fand das so spannend, das ist eine Grundausbildung in allem, was lebensrelevant ist. Also, was die damals gelernt haben unter diesem lockerflockigen Begriff Hauswirtschaft, war auch ganz viel Gesundheit mit drin. Dieser Hausverstand, Hausapotheke. Das ist bis heute noch so. Ja. Ich habe ja ursprünglich Hauswirtschafterin gelernt. Echt? Ja. Da ist Gesundheit mit drin? Da ist Gesundheit mit drin. Das wusste ich gar nicht. Also, dass es heute noch ist. Ja, das ist direkt auch ein eigenes Lehrkapitel. Also Pflege, Gesundheit, Gesunderhaltung, kleinere Verletzungen eben heilen oder auch noch, was ja auch viel zu kurz kommt, Wickel und Auflagen. Und naja, es fängt ja vermutlich mit Ernährung schon mal an. Ja, genau. Also ich meine, das wissen wir seit Paracelsus, dass deine Nahrung sei Arznei und deine Arznei sei Nahrung. Genau, und in jeder Gegend wächst auch genau die Arznei als Gegengift praktisch. Ja. Ja. Für die Krankheitserreger. Ja. Also ich glaube, da kämen wir, da nehme ich mal das Wort in den Mund, wirklich zu einer ganzheitlichen Idee von Gesundheit. Wenn man sagt, es fängt im Grunde damit an, wie du lebst, wie du dich kleidest, wie du wohnst, in welchem Bett du schläfst, ist ja ein Riesenthema, was du isst, wie du den Tag verbringst, wie es Entspannung ist, wie die Stimmung ist, im Grunde gehört Kommunikation mit rein. Da hätten wir ein Konzept von Gesundheit, da wäre ich sofort mit dabei. Aber um dir recht zu geben, da müsste man natürlich das, was immer noch überwiegend Frauen beitragen, auf eine komplett andere Art würdigen und wertschätzen. So sieht's aus. Ja. Glaubst du, wir kriegen das in den Podcast hin? Wir können es versuchen. Wir können einen Anfang machen, einen Schritt nach dem anderen. Ja. Ne? Egal, wie klein die Schritte sind. Ich finde das total spannend. Das heißt, du hast wirklich Hauswirtschaft gelernt? Ja. Wofür lernt man das heute noch? Naja, also
Ich habe das ja auf dem zweiten Bildungsweg gemacht, weil ich war mit Hege und Aufzucht beschäftigt, mit meinen drei kleinen Kindern. Und irgendwann habe ich gedacht, ich lerne noch was Richtiges. Und ursprünglich wollte ich da Köchin werden, weil ich koche wahnsinnig gern. Und habe da auch so meine Ambitionen. Ist aber für eine alleinerziehende Mutter ein sehr familienunfreundlicher Beruf. Und dann wurde mir vorgeschlagen, naja, Hauswirtschaft ist doch fast das Gleiche. Ist es nicht. Also Hauswirtschaft umfasst sehr viel mehr als Kochen und Putzen. Du lernst also auch Pflanzenpflege noch und wie du Silber putzt. In der ländlichen Hauswirtschaft, die gibt es leider nicht mehr, das war bei mir so der letzte Jahrgang, lernst du sogar noch das Kaninchen schlachten. Habe ich aber nicht. Das ist eigentlich schade. Ich hätte dem gerne 5 Minuten gegeben in unserem Podcast, dass du erklärst, wie man ein Kaninchen schlachtet. Knüppel über den Kopf, aufschlitzen und aus der Decke schlagen. Es geht relativ schnell bei einem Kaninchen. Du fängst unten bei den Hinterläufen an. Ich kann jetzt gerne das nächste Mal zeigen. Und ist das dann quasi Tieropfer. Würde das sozusagen dann auf den Beruf einer festangestellten Hauswirtschafterin hinauslaufen? Oder also wie leider, ist das gedacht? Leider ist es tatsächlich so, dass Hauswirtschafterinnen, also wenn sie da bleiben in diesem Beruf, ganz viel als Reinigungskräfte eingesetzt werden. Deswegen habe ich dann weitergemacht mit der Betriebsleitung. Oder du wirst halt irgendwo in der Systemgastronomie eingesetzt oder in Großküchen. Und das wird dem Beruf, finde ich, oft ungerecht. Absolut. Weil der ist so umfassend. Ich hätte also, je mehr ich da mich reingefuchst habe, desto mehr habe ich gesehen, wie umfassend. Ist das dann sowas wie, wenn ich mir jetzt da meine kitschigen Fantasien denke, quasi bei irgendwelchen reichen Leuten in einem großen Haus, dass die dann eine Person haben, die das Haus führt? Zum Beispiel, ja. Also das, was früher quasi in jeder etwas größeren Familie eine Person wusste, ist heute noch ein Luxus, den sich die oberste Oberschicht leisten kann? Also, ich hatte ja mal zwischenzeitlich, ich habe ja immer mal komische Ideen, ich habe da mal überlegt, ins Ausland zu gehen. Und wenn du in den asiatischen Raum oder in den amerikanischen oder egal wo, als Deutsche sagst, du bist Hauswirtschafterin, verdienst du ganz anders als hier, da wirst du auch woanders eingesetzt. Ja. Unter anderem bist du eben auch für die Gesunderhaltung. Wieso wird das nicht mehr gewürdigt bei uns? Ehrlich? Ehrlich? Ist ein Frauenberuf. Ist ein Frauenberuf. Ja, aber merken denn nicht genügend Leute, wie viel Lebensqualität und Gesundheit auf die Art verloren geht, weil das überhaupt sich niemand mehr drum kümmert? Das ist. Naja, also, wenn ich zurückdenke an Eltern und Großeltern, wie da noch der Haushalt geführt wurde. Ja. Also woher kommt denn die Sehnsucht von so vielen Leuten nach der guten alten Zeit? Weil man, glaube ich, merkt, dass da noch was drin war, was an einigen Stellen gesünder war als unsere heutige Art von Leben, wo alles mit irgendwelchen Ersatzsachen. Also als ein konkretes Beispiel, Ernährung. Es ist komplett klar, dass diese Fertigsachen, die man vielfach kauft, die können nicht so gesund sein wie ein Essen, was du selber machst. Das ist logisch. Aber wenn wir beim Thema Ernährung bleiben, wenn du da 10 Leute fragst, was ist eine gesunde Ernährung, dann kriegst du 15 Meinungen. Die einen sagen, ach, keine Kohlenhydrate. Die anderen sagen, Fett reduziert. Die dritten sagen wieder, nee, nur Fett. Also dann geht es ja auch schon los, was ist als Körper, als Figur gesund? Ist es wirklich so dieses mager, schlanke, bloß kein Fett, wodurch aber auch jeder weiß, man braucht ein gewisses Fett als Wärmespeicher, zum Organe schützen. Was ist gesund? Also auch das, das gesunde Aussehen ist stark ans Schönheitsideal gekoppelt. Und das, was wir da im Moment haben, kann ich jetzt so aus meiner Kenntnis nicht als gesund einstufen. Nee, und da kommen wir natürlich auch wieder ganz stark in das Kapitel Moden. Ganz genau. Ich habe mal immer einen schönen Satz gelesen, nur eine sehr reiche Gesellschaft kann sich erlauben, dünn zum Schönheitsideal zu erklären, weil du halt in jeder anderen Gesellschaft nach der ersten Hungersnot weg bist. Richtig. Also natürlich immer schon sehr ähnlich wie jetzt im Barock, wo quasi dieses kranke Ätherische ist ja, dass wir heute quasi magere Leute als schön erklären. Also da ist natürlich ganz viel gesellschaftlicher Hintergrund mit drin. Aber ich überlege, wenn sozusagen, gehen wir mal in dieses alte Bild zurück, sozusagen die Hausfrau und Mutter sich wirklich um den Haushalt kümmert. Ich glaube,
die Würde über die Jahre mitkriegen, welche Art von Ernährung den Leuten gut tut und welche nicht. Ja. Ja, und sie könnte ja auch bedarfsgerecht. Ja. Also ist, ja. ein Bauer vom Land, ja. der halt, was weiß ich, den ganzen Tag auf dem Feld arbeitet, hat einen ganz anderen Energiebedarf als wir hinterm Schreibtisch. Und nochmal auch auf die Frage, warum wird es nicht mehr gewürdigt? Den Beruf der Hauswirtschafterin, der wird immer mehr rausgedrängt. Also die Berufsschulen müssen da auch wirklich viele Klassen schließen. Warum? Es wird auch da automatisiert und ich bin heilfroh. Also wenn meine, obwohl ich alleine lebe, aber wenn meine Geschirrspülmaschine einen Geist aufgeben würde, dann würde ich meinen Sparstrumpf plündern und mir ganz schnell eine neue holen. Weil die Zeit möchte ich dafür nicht. Und was, und dann sind wir auch bei der Entwicklung wieder. Eine Frau ist jetzt nicht nur gut, um einen Haushalt zu führen. Nee. Also, ne? Eine Frau darf auch Raketenwissenschaftlerin oder Künstlerin oder, also sollte. Nein, mir geht es überhaupt nicht um das Mann-Frau-Thema da, mir geht es darum, dass bestimmtes Wissen verloren geht. Das stimmt. Aber nicht nur mit der Ausrottung von Hauswirtschafterin, sondern wir haben auch so viele Skandale. Also beispielsweise sind wir auch wieder bei der Ernährung, ob das jetzt Gammelfleischskandal ist, Schweinepest, BSE. Und mit jedem dieser Neuerungen, sage ich jetzt mal wertfrei, ist ja auch ein Stück Esskultur weggegangen. Kennst du Udo Pollmer? Nein. Ich bin totaler Fan von Udo Pollmer. Das ist ein Lebensmittelchemiker, der sehr viel zum Thema Ernährung von sich gibt und es wirklich auf eine beeindruckende Art schafft, sich mit jedem anzulegen. Also der wird von den Ökos gehasst, der wird von der Industrie gehasst, der wird quer durch alle, weil der hat eine so krasse eigene Meinung, dass er es schafft, sich jedem zum Feind zu machen. Und ich liebe seine Bücher, der kann schreiben, der kann reden. Und er bringt einen Gedanken, den fand ich wirklich revolutionär, und zwar sagt er, wir haben verlernt, auch auf den Produktionsprozess zu gucken. Mhm. Er ist Lebensmittelchemiker. Mhm. Und dann bringt er das Beispiel, er meint, du gehst in den Supermarkt und da liegt Butter, 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 Butter und Butter. Mhm. Ja, wonach gehst du jetzt? Mal den am Preis, es ist ja alles Butter. Früher am Dorf wusstest du, der Bauer buttert so. Der zieht seine Kühe so auf. Und er meint, nachdem wir nur noch das Endprodukt sind, aber nicht mehr den Produktionsweg, den Herd. Und er sagt zum Beispiel auch, dass unglaublich viel Kultur verloren geht zum Thema Zubereitung der Lebensmittel. Mhm. Das heißt, die Industrie bietet uns als Fertigprodukte das Ergebnis sehr ähnlich, aber der Produktionsweg ist weg. Mhm. Und dann bringt er das für mich fast eindrucksvollste Beispiel, das ist halt Sauerteigbrot. Wo er sagt, seit Hunderten und Tausenden von Jahren wissen Menschen, dass jedes Getreide einen eigenen Weg braucht zur Zubereitung, dass es bekömmlich ist. Und bei Roggen ist es so, Roggen muss gesäuert werden, sonst ist er nicht wirklich bekömmlich. Ein richtiger Sauerteig braucht 48 Stunden. Inzwischen hat die Industrie etwas entwickelt, das darf sie Sauerteig nennen, das braucht 6 Stunden. Da sind aber andere Stoffe hinterher drin. Und nachdem die Leute den Blick verloren haben für den Zubereitungsprozess, nachdem sie nicht wissen, wo ist denn der Unterschied, ob ich mir das Ding fertig im Supermarkt kaufe oder ob ich es zu Hause zubereite. Mhm. Wenn ich mir Hülsenfrüchte mache zum Beispiel. Bei Hülsenfrüchten ist der Kochprozess unglaublich wichtig. Und er sagt halt, dass sozusagen Wissen von Generationen gerade verloren geht, weil wir nicht mehr auf den Zubereitungsprozess achten. Und das fand ich total spannend. Also was da wirklich verloren geht an ist auch ein Stück Kultur. Ja, Kultur und Gesundheit. Mhm. Ne? Er hat ein ganzes Kapitel über Quinoa, weil er sagt, Quinoa ist im Augenblick so ein gehyptes Getreide. Und dann beschreibt er halt, wie die da in Südamerika Quinoa zubereiten. Er meint, der Quinoa hat Zeug drin, das ist echt giftig. Mhm. Weswegen die einen, glaube ich, 2 Tage umfassenden Weg eigentlich in der Kultur haben, wie sie Quinoa so zubereiten, dass es wirklich bekömmlich ist. Und heute Leute, die einfach Quinoa in den Topf kippen und das kochen, die nehmen da halt Dinge zu sich, die vielleicht nicht so günstig sind. Quinoa musst du wässern. Ja. Vorher. Lange. Ja. Um diese Phytostoffe herauszu. Ja, aber wer weiß das? Du. Ja, ich bin ja auch gern gesund. Oder ich mag Ernährung. Weil. Wir kommen ein bisschen zum Ergebnis: Gesundheit braucht ein bisschen Zuwendung, ne? Zeit, Liebe, Achtsamkeit. Übrigens, das Wort Achtsamkeit habe ich ja jetzt bei Petra und dir gelernt. Ja.
Mindfulness klingt auch viel melodischer. Ja. Und ich habe dann gesagt, so Achtsamkeit sage ich weiter, wenn ich acht Dinge meine. Und zwar hast du ja beim letzten Mal gesagt, Sinn. Der Sinn ist ja im Prinzip übersetzt, das Wort vom Wortstamm her, der Weg in den Körper. Und Ernährung ist ein Weg. Du hast ja vorhin schon gesagt, es gibt verschiedene Wege, also gehört auch frische Luft dazu, in welchem Bett ich schlafe, welche Kleidung ich trage. Und da einfach ein bisschen achtsam sein oder Mindfulness an den Tag legen. Wir bleiben noch bei Ernährung. Wie du möchtest, wir haben Zeit. Ja, gut. Wie ernährst du dich? Also eine Sache, die ich mache, die viele Leute nicht verstehen, ist, dass ich wirklich fast jeden Tag für mich koche. Also bei mir gibt es nichts großartig vorbereitet. Überwiegend, also ich, gibt es auch ein Wort dafür, also ich lebe eigentlich vegan und esse alle paar Wochen mal ein Stück Fleisch. Weil ich da echt gemerkt habe, dass Eiweiß ein Thema ist. Also ich habe dann, ich habe ein paar Jahre komplett vegan gelebt und hatte dann das Gefühl, irgendwas stimmt nicht. Habe dann Eiweiß gegessen und gemerkt, hey, das Leben macht wieder Spaß. Also der Effekt war deutlich spürbar. Aber ich habe auch gemerkt, dass regelmäßig Fleisch, das macht sowas. Das ist was ganz was Komisches. Regelmäßig ist auch ein Metabegriff. Ja. Ne? Also jeden Tag ist zu viel. Aber ich merke zum Beispiel auch, dass einfach das Zubereiten von Lebensmitteln, das Kochen selber, manchmal denke ich mir, das ist eigentlich echt ein Zeitfresser. Aber in Wirklichkeit spüre ich, dass es fast eine Meditation ist. Ich sehe es als solches. Also mir macht Kochen unwahrscheinlich Freude. Ja. Für mich persönlich ist Kochen auch Ausdruck von Liebe. Ja. Also sowohl für, ich koche auch täglich, gut, manchmal reicht es dann auch für 2 Tage, aber ich koche frisch. Das hat was mit Selbstliebe und Selbstfürsorge auch zu tun. Und ich kann so durchaus auch positive Gefühle anderen Leuten gegenüber bringen, weil es gibt ja auch so schöne Sprichworte, Liebe geht durch den Magen. Ja. Wobei ich witzigerweise gerade gestern oder vorgestern hatte ich wieder so einen Moment, manchmal habe ich so einen kurzen, so wie Flashes, wo mir klar wird, wie wir eigentlich, wie ungewöhnlich wir leben. Und das wurde mir bewusst an dem Thema, es ist so verrückt, es kommt klares, frisches Wasser aus der Wand. In jeder Wohnung. Das gab es in der Menschheitsgeschichte praktisch nie und das gibt es auch heute in den meisten Stellen der Welt nicht. Und so mal ganz kurz überlegt, was es bedeuten würde, wenn die Wasserversorgung zusammenbricht. So mal für einen Moment dran gedacht, trotz meinem Sixpack an Mineralwasser, was ich hinterm Vorhang stehen habe für irgendwelche eingebildeten Notfälle. Aber ich glaube ja auch, dass zum Thema Gesundheit, dass wir leben ja heute unglaublich gesund verglichen mit der Vergangenheit. Also nach meiner Meinung ist das Hauptthema Hygiene, also Wasserversorgung, Abwasser und ein bisschen Antibiotika. Ich glaube, mit diesen beiden Sachen kannst du das Allermeiste erklären, was wir an Lebenserwartung und Gesundheit inzwischen zugewonnen haben. Also wenn man sich wirklich mal Texte durchliest, wie früher allein die Wasserversorgung war, also was die getrunken haben an Wasser, wo es normal war, man geht zum Fluss und holt sich aus dem Fluss das Trinkwasser raus. Wo vorher gewaschen wurde, reingepinkelt wurde. Wir wollen jetzt keine Details haben, aber ich meine, wer von uns würde heute das länger als eine Woche überleben, dass du an die Spree gehst? Um Gottes Willen, nein. Und dir da dein Wasser holst. Also wir leben, wir müssten jeden Tag eigentlich Dankgebete sprechen, einfach nur für die Wasserversorgung. Ich mache ja morgens meine Dankbarkeitsübung und da hast du mich jetzt gerade inspiriert. Wasser ist das bestkontrollierteste Lebensmittel in Deutschland. Wird immer, also nicht mal Mineralwasser oder Tafelwasser hat diese hervorragenden Werte wie Leitungswasser. Ich merke es immer wieder, wenn man dann doch mal im Ausland ist und halt dann der Hinweis kommt, Leitungswasser bitte nicht trinken. Und man sich so als Deutscher denkt, ach echt? Kann man eigentlich? Also gerade in Berlin, wo ja auch nicht geklort wird, das ist so ein gutes Wasser. Berlin und München haben, glaube ich, die beiden besten Leitungswasser von Großstädten. Obwohl alle so viel schimpfen drüber. Das wäre sehr kalkhaltig. Ja, aber ich habe mich mal mit jemandem von der Wasserversorgung unterhalten und er hat mir auch erklärt, warum. Erklär mir es bitte auch. Also der hat gesagt, das Wasser, was die in Berlin als Grundwasser füllt, fördern, ist im Grunde Mineralwasser höchster Qualität. Es ist sehr weich.
Wenn du dieses weiche Wasser durch diese alten Leitungen schickst, zieht das aus den Leitungen das ganze Gift raus. Deswegen wird das Wasser gepuffert mit Kalk, also mit ich komme jetzt auf das Fachwort nicht. Also es wird quasi vollgestopft mit dem Zeug, damit es nichts mehr aus den Leitungen rausziehen kann. Und darum meinte der, wenn du das Wasser entkalkst dann bei dir zu Hause, hast du quasi wieder das Original Mineralwasser. Also das wird absichtlich reingemacht, das Zeug, um das Wasser vor den Leitungen zu schützen. Das fand ich jetzt eine sehr nützliche Information für mich und ich hoffe für die Hörer und die Zuschauer auch. Wobei ich inzwischen, ich habe früher mein Wasser entkalkt, inzwischen mache ich das noch nicht mal mehr. Ich mache es nicht. Also wenn man es im Wasserkocher kocht, passiert das ja quasi automatisch? Eben. Ich trinke unwahrscheinlich gerne Tee und ich entkalke dann lieber meinen Wasserkocher. Ja. Es gibt ja auch Leute, die haben so Osmoseanlagen. Ne? Ja, aber da kommen wir in den nächsten Glaubenskrieg. Wollen wir nicht, ne? Also die einen sagen ja, das ist tödlich und die anderen sagen, das ist das Einzige, was dich lebendig hält. Es ist im Grunde erstaunlich, was der Körper alles aushält. Der Körper ist eine wunderbare Maschine. Also er ist sehr viel mehr als das natürlich. Wusstest du, also das hat mir mal ein Dr. Specht, glaube ich, auch ein berühmter, dass der Körper sich erst dann meldet, wenn er eigentlich schon zu über 80% runtergefahren ist. Die Zahlen kenne ich. Das ist verrückt, oder? Ich frage mich mal, wie man das messen will. Also dann kommen wir nämlich an die Frage, was ist denn die 100%-Definition? Vermutlich der Zustand vollständigen körperlichen, sozialen und seelischen Wohlbefindens. Ja, das ist dann 0%. Nochmal auf diese Götter der Spirale zu kommen. Ich spoilere jetzt ein bisschen aus meinem überübernächsten Newsletter, wobei ich nicht weiß, wie viele Wochen der jetzt entfernt sein wird, wenn der Podcast veröffentlicht wird. Aber ich fand es sehr spannend, mir dazu zu überlegen, zum Thema Gesundheit, wie sich Werte verändert haben. Weil, also für unsere Eltern und Großeltern war es noch komplett normal, dass du durch deinen Beruf krank wirst. Also Leute, die harte körperliche Arbeit gemacht haben. Es war normal, akzeptiert, dass du den Körper in gewisser Weise aufbrauchst im Laufe der Zeit. Dass also Leute nach dem Berufsleben dann irgendwie der Rücken, die Knie, die Lunge, was auch immer, halt nicht mehr so richtig funktioniert. Das würde heute kaum noch einer akzeptieren. Es ist in bestimmten Businesskreisen immer noch durchaus akzeptiert, dass du, wenn du Millionär werden willst, einen Teil deiner Gesundheit dafür einsetzt und aufgibst. Bei den jüngeren und bewussteren Menschen ist es eher andersrum. Da verzichtet man auf Karriere, man verzichtet auf Geld für die Gesundheit. Und da finde ich total spannend, sich zu sehen, wie die Werte sich verändern. Weil es sieht so aus, als ob wir nicht alles bekämen. Also nach dem Motto, ich wäre gern millionenschwer und gesund, entspannt mit einer glücklichen Beziehung, aber doch auch spirituell entwickelt. Es ist anspruchsvoll. Das liest sich wie eine Stellenbeschreibung irgendwie so ein bisschen. Ne? Irgendwann kommt halt doch die Frage, was opfere ich wofür? Und da fällt mir sehr stark auf, mit Blick auf die vorhergehenden Generationen, dass Gesundheit war früher eine Sache, die man sehr viel selbstverständlicher drangegeben hat. Also auch wenn du dich mit älteren Frauen unterhältst, wo völlig klar ist, wenn du ein paar Kinder kriegst, das hinterlässt einfach Spuren, Punkt. Und inzwischen hat sich da was, also gerade beruflich, Work-Life-Balance, Überstunden, Ja, das erlebe ich bei vielen jungen Menschen. Ich sage damit nicht, dass ich gerne, das gut gerne, finde. Nee, nur einfach, ich stelle fest, dass sich der Werte shiftet. Die fangen mit einer 20-30-Stunden-Woche an, wo ich früher noch gesagt hätte, also unter 14 Stunden, 15 Stunden gehe ich gar nicht heim. Auch hier will ich nicht sagen, dass das richtiger ist, gleich vorneweg. Ich glaube aber, da einen Zusammenhang zu sehen, und berichtige mich bitte gern, wir sind in der zweiten Generation oder dritte Generation. Uns ging es lang gut, wir hatten keinen Krieg. Also gehen wir jetzt mal von den in der Ukraine weg, sondern wir hier haben sehr friedliche Zeiten. Und das kann zu dem Gedanken verleiten, dass wir ewig leben.
Und viele wollen das ja auch. Deswegen ja diese vielen Mittelchen, Nahrungsergänzungsmittel, Botox, ne? Also so diese Jugendlichkeit, das Feiern, diese Leistungsfähigkeit, Funktionsfähigkeit wird gefeiert. Und dass dieser Wert des Lebens sehr hoch ist. Weil vorm Tod, hast du mir das nicht sogar neulich mal gesagt, vorm Tod sind wir alle gleich. Ach, der grüne Gott. Und weil du sagst, wir feiern die Jugendlichkeit. Ich habe mal irgendwann ein Buch gesehen, ein altes Buch, 100 Jahre oder so alt. Da ging es über sozusagen die Lebensphasen des Menschen. Und da war wie so eine Pyramide, so die Altersabschnitte. Und oben an der Spitze stand 50 bis 60 Jahre. Wo ich auch dachte, ups. Das heißt, in deren Gedankenwelt warst du mit 50 bis, also in diesem Jahrzehnt, 50 bis, warst du auf dem Höhepunkt von deiner Kraft. Da habe ich mir auch überlegt, da hat sich was geändert. Wer würde das heute noch so zeichnen, dass du, es ist sehr berechtigt, das so zu sehen. Ich finde es auch. Ja. Also. Aber verstehst du meine Irritation? Ja. Die verstehe ich, hätte ich jetzt auch, es erstaunt mich auch, dass es diese Pyramide gibt. Auch hier wieder die Wertigkeit welcher Leistung. Genau. Körperlich genau. Ist man da, oder? Wir haben ja vorhin beide mal so gemacht und schon überlegt, in welchem Alter wir uns bewegen, ob wir uns wirklich schon aufstützen. Ja, nur auch da muss man im Grunde unterscheiden zwischen Kraft und Differenzierung. Ja. Also wir sind ja beide musikaffin. Für mich ist ja nach wie vor vielleicht der beste Pianist, den es je gab, Wladimir Horowitz. Und wenn ich den alten Wladimir Horowitz, der dann glaube ich 80 oder so war, ich habe ihn dann in der Philharmonie nochmal erlebt in dem Alter, mit dem jungen Wladimir Horowitz vergleiche. Der Junge hat viel mehr Kraft, der hat viel mehr Brillanz, der hat viel mehr Geläufigkeit. Aber der Alte ist so viel musikalischer. Also, ich führe jetzt den Rubinstein nicht an. Da kommt eine andere Qualität rein. Und drum. Vielleicht liegt es auch am selber älter werden, aber ich finde diese schiere Kraft irgendwann nicht mehr so beeindruckend. Ich wollte gerade sagen, ist die Schnelligkeit und der Lauf, ist das aber das ein oder ist wieder so dieses. Von daher auch körperlich. Erkenntnistyp. Auch körperlich müssen wir unterscheiden zwischen Kraft und Differenzierung. Die Kraft nimmt ab, aber weißt du, der klassische asiatische Kampfkunstfilm, da kommt der 70-Jährige und mäht drei von den Jungen weg, nicht weil er stärker ist. Sondern weil er was anderes kann. Weil er was anderes kann. Und der ist dann sogar überlegen. Ich differenziere ja auch zwischen Kraft und Stärke. Ja. Also innere Stärke. Ja. Und ich, was ist bedeutsamer? Ist jetzt reine Muskelkraft das Bedeutsamere oder eben zum Beispiel selbstständig denken? Ja. Finde ich gerade in der heutigen Gesellschaft sehr viel wertvoller. Ich fand auch mal sehr spannend, irgendwo in einem Berliner Bezirk, wo es mehr Leute mit arabischem Hintergrund gibt, habe ich erlebt, wie ein paar Jugendliche, ich würde sagen, die waren so geschätzt Anfang 20, also schon eigentlich junge Männer, wie sich ein paar von denen auf der Straße echt ziemlich halbstark benommen haben. Und dann kam so ein älterer Türke, Araber, wie auch immer, hat ein Wort zu denen gesagt, halblaut, und die waren so brav plötzlich. Wo ich überlegt habe, ich fand das so spannend. Das war für mich so ein Bild von Status. Es war komplett klar, dass der körperlich gegen die nicht den Hauch einer Chance gehabt hätte. Aber da war was drin, dass die den so respektiert haben, dass die sich benommen haben. Es geht nicht nur um körperliche Kraft. Nee. Aber es war auch klar, es war jemand aus deren Kultur. Das heißt, dessen Wort zählte anders. Trotzdem, ich glaube, hätte ich sie zur Ordnung gerufen. Ja, ich habe mir auch überlegt, wenn da ein paar urdeutsche Jugendliche oder junge Erwachsene und dann kommt ein älterer Deutscher, ob die auf den gehört hätten, ich glaube es nicht. Nein, nee. Aber wir haben ja auch mittlerweile ein ganz anderes Erziehungssystem. Also da war es ja ganz eindeutig Autorität und eine autoritäre Erziehung. Und wir sind ja gerne gleich. Also auch. Das finde ich auch unwahrscheinlich schwierig heutzutage für junge Menschen, sich abzugrenzen. Weil, wie? Also früher war beispielsweise klar, die Mutter sah auch vom Modestil her definitiv anders aus als die Tochter. Das hat sich vermischt. Oder der Musikgeschmack war ein anderer. Das hat sich vermischt. Das Kulinarische, also, ne?
deutsche Hausmannskost und was eben Jugendliche gegessen haben, war unterschiedlich, hat sich auch vermischt. Also wie wollen sie sich denn überhaupt noch abgrenzen? Das geht dann nur noch über Respektlosigkeit oder eben, dass die Sprache sich stark verändert. Weil wir auch beide wissen, die Geschichte ist auch 2000 Jahre alt. Ne? Ja. Wo habe ich denn das gelesen? Sokrates hat gesagt, die Jugend von heute geht gar nicht mehr. Das ist... Ja. Sich nicht. Und ich habe für mich festgestellt, es fängt an mir zuzugehen, dass ich sage, oh, die Jugend von heute. Nein. Also manchmal, ja, es kommt der Generationskonflikt, schlägt bei mir auch zu. Um mal an die Stelle zu gehen, ich krieg's ja auch mit bei Armena in der Schule. Da ist zum Teil ein Maß von die Gesundheit in den Mittelpunkt stellen, wo ich finde, es wird übertrieben. Also wo es mir wirklich, wo ich komplett ausgestiegen bin, also Armena ist an einem Gymnasium, was als eines der leistungsbetontesten in Berlin gilt. Mhm. Also das gilt als fürchterlich schwierig und die machen dort auch einmal im Jahr so eine, nehmen die an einer bundesweiten Umfrage teil, wo es um die Gesundheit, also es ist wirklich so, die Gesundheit der Schüler geht. Und da kommt jedes Jahr aufs Neue bei dieser Schule raus, dass sie zum Beispiel, was Drogen betrifft, super brav sind. Aber es ein Riesenthema ist Stress und Leistungsdruck und Ähnliches. Also, dass sie da halt aufgrund der Schule sich sehr, wie soll ich sagen, gefährdet, was in der Richtung. Also, weil halt das Stresslevel extrem hoch ist, Prüfungsangst und sowas in der Art. Okay, dann war ich also da, als ich Elternsprecher bin, auf der Versammlung und dann meinte die Schuldirektorin, das nehmen Sie zur Kenntnis, das finden Sie auch schlimm. Ja. Sie überlegen, was Sie da tun können und Sie gucken, dass Sie noch ein oder zwei Schulpsychologen einstellen. Wo ich mir dachte, warum nicht Lehrer? Also auch? Da war mein Gedanke, angesichts des Niveaus des Unterrichts, also wenn ich merke, die Kinder haben Respekt vor der Prüfung, will ich dann eher helfen, ihnen, dass sie die Prüfung bestehen, oder will ich ihnen helfen, dass sie mit der Schmach umgehen, dass sie sie nicht bestehen? Und ich fand es verrückt, dass heutzutage sozusagen der erste Gedanke ist, ich investiere in psychosoziale Gesundheit, um denen zu helfen, dass sie damit umgehen können, dass der Leistungsdruck so hoch ist. Früher, im orangenen Zeitalter, wäre der Gedanke gewesen, ich helfe denen, die Leistung zu erbringen. Und das fand ich für mich sehr spannend, die Unterscheidung. Also welchen Stellenwert gebe ich diesem Thema Gesundheit? Heute einem zu sagen, verdammt nochmal, streng dich an, geht eigentlich nicht mehr. Das ist politisch extrem unkorrekt. Ja. Sondern geh nicht über deine Grenzen. Mhm. Ne, achte auf dich, sei achtsam. Mhm. Sowas von der Art her. Und da muss ich dir recht geben, wir leben in einer sehr friedlichen Zeit. Weil ich meine, wenn die, die im Krieg kämpfen, vor allem achtsam sind und auf ihre Grenzen achten, dann wird sich die Gegenseite freuen. Na, wenn die es auch machen, sind wir wieder gut in einer friedlichen Zeit. Das stimmt. Aber da hätte ja keiner angefangen. Und du weißt, was ich meine. Also ich habe, wie Corona anfing, auch ein paar Texte gelesen über vorhergehende Katastrophen. Und da habe ich einen Text gelesen, da wurde verglichen die Reaktion auf Corona mit der Reaktion auf die Hamburger Sturmflut und mit der Reaktion auf die spanische Grippe. Und in dem Text fand ich zwei Sachen sehr spannend. Nämlich zum einen stand da drin, dass sowohl bei der Sturmflut als auch bei der spanischen Grippe war in den Medientexten kein Schimmer von der Idee, wir wären schwach als Menschen. Sondern die Idee war, wir reißen uns jetzt zusammen, wir aktivieren unsere Kräfte, wir bestehen diese Herausforderung, wir kämpfen uns da durch. Mhm. Also die Idee, wir sind schwach und verletzlich und brauchen Schutz und Schonung. Hätten die gesagt, hä? Hat? Und da hat sich was geändert. Und es war auch von Anfang an klar, kommt und geht wieder. Ja. Und dann kommt das Nächste. Ja, also wir sind quasi jetzt mitten im Thema Resilienz, um das Fachwort dafür zu bringen. Einen lieben Gruß an Rob. Ja. Ja, Resilienz ist, ich glaube, du kannst Gesundheit nicht ohne Resilienz denken. Nee. Und wir kriegen, ich will nicht sagen wehleidig, aber es kommt schon ein bisschen sowas bei der Fokussierung auf Gesundheit, dass die Frage ist, was hältst du aus? Wie schnell sagst du, oh nee, das ist mir jetzt zu viel, ich brauche Urlaub, ich muss mich krank schreiben. Ja, ich glaube auch tatsächlich, dass das wieder gesellschaftspolitisch, da wir werden, was
Schicksalsschläge betrifft, und ich meine jetzt nicht das Kleine, was jeder mal in den Autounfall, sondern die großen Schicksalsschläge, wie beispielsweise Flutkatastrophe, Krieg und. Wir sind verwöhnt, und das ist auch gut so. Also ich finde es auch gut, in friedlichen Zeiten zu leben, aber dadurch geht natürlich auch ein wenig verloren, wie vergänglich und wie schnell vergänglich unser Leben eigentlich sein kann. Wir nehmen das nicht mehr als gegeben hin. Wir gehen immer mehr in die Richtung, ewig leben zu wollen. Mhm. Viele verhalten sich auch so, und da schließe ich mich auch gar nicht aus. Also es gibt ja ganz viele Leute, die zeitweise was völlig Ungesundes tun. Rauchen, Alkohol trinken, Drogen nehmen und. In dem Bewusstsein, wird mir schon nicht schaden, ich lebe ja ewig. Wenn sie älter werden, hören sie meistens damit auf, weil dann haben sie ihre Endlichkeit begriffen. Auch hier schließe ich mich jetzt wieder ein. Wenn man die Endlichkeit einmal begreift, und dann geht das los, was könnte ich jetzt noch tun? Weil man will ja auch nicht einfach nur alt werden. Man will ja alt werden und funktionstüchtig oder eben ein erfülltes Leben haben, bis man in die Grube hopst. Ich habe mir neulich dieses Buch Homo Deus von Harari gegönnt. Ich weiß nicht, ob du es kennst. Ich kenne Harari, aber bei dem bin ich noch nicht. Und da war ein Gedanke drin, den fand ich extrem faszinierend. So meinte er, wahrscheinlich, seine Meinung, wahrscheinlich werden wir in ein paar Jahrzehnten den Alterungsprozess komplett stoppen können. Sodass wir quasi potenziell unsterblich sind, weil man einfach die Zellalterung aufhalten kann. Und dann meinte er, was wird das für gesellschaftliche Konsequenzen haben? Und er hat eine ganz verrückte Konsequenz beschrieben. Und zwar meinte er, die Leute werden wahrscheinlich übervorsichtig hoch 10 werden. Weil wenn du weißt, du hast quasi im besten Fall noch 30 Jahre, dann kannst du Bungee-Jumping machen, Paragliding und Fallschirmspringen. Das ist wurscht. Aber wenn du weißt, du hast potenziell unendlich, wirst du dann noch eine riskante Sportart machen? Und er meinte, wenn wir wirklich imstande sind, den Alterungsprozess aufzuhalten, werden wir eine Gesellschaft haben von Leuten, die nur noch aus Vorsicht bestehen. Weil der mögliche Verlust an Lebenszeit ist dann so absurd groß. Und ich fand den Gedanken so spannend, habe dann mir wirklich überlegt, ich habe es noch nicht zu Ende meditiert, mich hineinzuversetzen, wie würde ich leben, wenn ich, und jetzt kommt die spannende Unterscheidung, wüsste, dass ich nicht mehr altere, aber nicht unsterblich bin. Das heißt, alle Verletzungen, alle Krankheiten, alle Unfälle gibt es ja trotzdem noch. Nur wenn du dich schonst, also auf dich aufpasst, könntest du ewig leben. Und ich habe gemerkt, es wäre die Hölle. Das macht keinen Spaß. Das ist die Hölle. Das macht überhaupt keinen Spaß. Also wie erlösend ist das zu wissen? Genau, wie erlösend ist das zu wissen? Auch wenn ich Mist baue, na gut, dann sind es halt 30 Jahre, die ich versäume. Aber der Gedanke, wenn ich Mist baue, sind es 3000 Jahre, die ich versäume? Nee, der Gedanke gefällt mir nicht. Also ich fand das erste Gefühl, was ich jetzt hier im Bauch hatte, oh nee. Und da habe ich einfach, weil er sagt eben auch, es gibt einen Riesenunterschied, ob wir irgendwann lernen, die Lebenszeit um 50 Jahre zu verlängern, dass man sagt, 100 ist das neue 60 oder sowas in der Richtung, oder den Alterungsprozess stoppen. Das mit dem Alter, und das mit dem Alterungsprozess stoppen, also du meinst auch so richtig endgültig. Ne? Endgültig. Er sagt, wir kriegen das hin. Also er meint, wir werden in ein paar Jahrzehnten den Genschalter finden, wo wir das verhindern können, dass Zellen altern. Telomere und so Sachen kennt man ja. Dann müssen wir aber entweder andere Planeten noch zum Outsourcen finden oder keine Kinder mehr kriegen. Wir haben noch ein bisschen Bedenkzeit. Aber ich fand halt wirklich sehr spannend. Ich fand das wirklich sehr spannend, mir zu überlegen, was würde das in meinem Lebensgefühl ändern. Weil ich hatte immer schon mal, wenn ich irgendwelche Science-Fiction-Filme oder sowas geguckt habe, mir überlegt, wie wäre das, wenn man unsterblich ist. Und dann ist mir aufgefallen, das ist eine komplett andere Fantasie. Ich bin unsterblich, verglichen mit, ich bin absolut sterblich, ich altere nur nicht mehr. Mir fallen da zwei schöne Filme ein. Also das eine sind natürlich so diese typischen Vampirfilme, die leben ja ewig, Den kann aber auch nicht großartig viel passieren, außer du rammst ihnen einen Pflock ins Herz. Und dann gibt es doch diesen Film hier mit Bruce Willis und
wo die beiden Frauen auch ewig leben und du siehst die dann aber am Schluss in Ersatzteile, also die leben zwar, aber die Körperteile sind halt kaputt und die müssen sich halt zuspachteln und ne? Der Tod steht ihr gut, genau. Der Tod steht ihr gut. So wollte ich natürlich auch nicht leben. Also wenn ich schon lange lebe, also das Erste, was mir einfällt, wenn ich ewig leben würde, oh, dann könnte ich alles machen, was mir Spaß macht. Ich hätte genug Zeit. Du ich hätte genug Zeit, alle Sprachen zu lernen, jedes Land zu bereisen, alle Hobbys, alle Menschen kennenlernen, die ich kennenlernen möchte. Du kennst den Murmeltierfilm, ne? Ja, täglich grüßt das Murmeltier mit Bill Murray. Hast du dir mal das Making-of dazu angeguckt? Nein. Da sagen die beiden Filmemacher, das hat mich total aus der Kurve geworfen, ihre Idee beim Machen des Films war es, dass er mehrere tausend Jahre in dieser Schleife hängt. Ich dachte, wow, ich hatte gedacht, ein paar Jahre. Aber die haben, also deren Idee ist, er hängt mehrere tausend Jahre dort fest, bis er irgendwann rauskommt. Darum spielt er am Ende auch so gut Klavier. Das war Rachmaninow. Und Rachmaninow ist echt schwierig. Ja. Also. Aber das muss echt nochmal ein Trip sein, wenn du in der Schleife tausend Jahre hängst. Und wie lange hat er auch versucht, sich zwischendurch umzubringen, weil er nicht mehr wollte? Ja, ja. Das darf man auch, ne? Ja. Dieses Wort lebensmüde kommt auch irgendwo her. So. Also ist jetzt gesund sein und lange gesund sein gut oder schlecht? Wir haben leider Gottes, glaube ich, genau das Ergebnis erreicht, was wir am Anfang schon geahnt haben. Wir können auch nicht sagen, was gesund ist. Aber wir könnten doch mal so ein bisschen, so ein paar Ausblicke geben, oder? Naja, ich glaube, die Frage... Dass wir unsere Hörer und Zuschauer nicht komplett... Ach. Ne, meinst du? Wer jetzt noch dabei ist, mag uns. Also ich habe für mich festgestellt, die Gesundheit zu wichtig zu nehmen, ist nicht gesund. Mhm. Richtig, ja. Also das definitiv. Auch vom Körperbild, also wenn ich mich sehe als etwas, was sehr schützens, hegens, pflegens, sehr viel Schutz, Hege und Pflege benötigt, das ist im Grunde auch keine Idee von gesund. Ich hatte mal einen Teilnehmer, der war witzigerweise sogar Arzt. Und das war eine Zeit, wo ich wieder so einen ganz starken Gesundheitsfilm hatte. Also mit gut auf mich aufpassen, gut ernähren, schlafen, Sport, Entspannung. Und dann haben wir uns unterhalten und dann hat er halt gesagt, ja, er schläft viel zu wenig, er frühstückt dann irgendwie halt einen Schokoriegel, er macht wilde Sportarten. Also komplett, das komplette Gegenteil von was du als gesundes Leben dir verstehst. Der hat auch geraucht, ne, glaube ich. Nee, der hat nicht geraucht. Aber das Verrückte war, der wirkte so gesund. Der wirkte strotzend vor Gesundheit. Und dann habe ich überlegt, naja, gut, der war auch Handlungstyp. Dann habe ich überlegt, im Grunde, wenn ich ein Bild von meinem Körper habe, dass der wirklich gesund ist, dann würde ich ihn einsetzen. Mhm, ganz genau. Nutzen. Wie so ein Werkzeug. Damit Spaß haben. Wenn ich aber ein Bild habe von meinem Körper, dass der schwach und störungsanfällig ist, dann würde ich ihn schonen. Das fand ich sehr interessant. Also, das hat mich halt zu der Idee gebracht, es ist nicht gesund, wenn man die Gesundheit zu wichtig nimmt. Weil dann ist ja es ist so ein bisschen, wie der eine meinte, ich rauche nicht, ich trinke nicht, ich esse nicht fett, ich habe nicht so viel Sex und morgen werde ich 90 Jahre alt. Und dann der andere, aber wofür? Ganz genau. Na? Das hat wirklich mein Bekannter von mir gesagt. Ich lebe, wozu? Ja. Aber du hast gerade einen ganz spannenden Nebensatz noch gesagt, da würde ich tatsächlich gerne nochmal drauf eingehen. Und zwar die Triade. Der Handlungstyp, also die Bedeutsamkeit von Gesundheit und die Bewerkstelligung derer von den einzelnen Typen. Also der Handlungstyp guckt, dass der Körper funktioniert und dass er funktionstüchtig ist und egal wie. Und wenn ihm dann aber zwischendurch auch was Spaß macht, wie zu wenig schlafen, oder er schläft ja nicht zu wenig, weil ihm das zu wenig Schlafen Spaß macht, sondern weil ihm was anderes mehr Spaß macht. Oder eben ab und zu ein Glas Wein trinken. Das macht der Handlungstyp. Der Erkenntnistyp? Was ist dir? Du, ich weiß gar nicht, ob man das da so festlegen kann. Ich weiß noch eine Sache bei Dietmar Friedmann, die fand ich ganz spannend, wo der geschrieben hat, seiner Beobachtung nach sind Erkenntnistypen Zeit ihres Lebens nie ganz krank und nie ganz gesund, sondern immer in so einem Graubereich, während Handlungstypen sozusagen ewig pumperlgesund wirken und dann von einem Tag auf den anderen Boom.
quasi umfallen. Das war so eine Sache, wo ich gemerkt habe, das könnte nach meiner Beobachtung ganz gut hinkommen. Das liegt auch, glaube ich, daran, dass die Erkenntnistypen halt von ihrer Orientierung eher auf Wahrnehmung sind und auch auf Selbstwahrnehmung. Und ich weiß es zum Beispiel, wenn ich dann ab und zu doch mal zum Augenarzt oder zum Optiker gehe, ich höre dann immer wieder, dass die sagen, also was ich alles sehe, haben sie noch nicht erlebt. Winzige Kleinigkeiten der Veränderung. Als mir das zum ersten Mal ein Optiker meinte, der sehr ausführlich gemessen hat, wo er dann meinte, er hat noch nie jemanden gehabt, der diese feinen Unterschiede wahrnimmt. Und dann meinte ich strahlend, wow, was bringt mir das? Und dann meinte der Optiker, nur Schwierigkeiten. Weil sie nach dem Motto, ihnen wird niemals eine Brille wirklich passen. Und ich weiß das inzwischen. Ich habe mir auch mal einen Beamer gekauft. Es gibt so eine spezielle, preiswerte Art von Beamer. Und ich habe da geguckt und habe bloß noch irgendwie so bunte Regenbogensachen gesehen und habe dann gegoogelt. Und dann stand drin, dass Leute, die besonders schnelle Verarbeitungstempo in Augen haben, würden da so Regenbogeneffekte sehen. Aber die meisten Leute sehen das nicht, wo ich dachte, danke. Jetzt hast du es wieder davon, dass du besonders fein wahrnimmst. Und das halte ich für erkenntnistypisch. Und wie verhält sich ein Erkenntnistyp, wenn er dann mal krank ist? Ich glaube auch ganz viel Wahrnehmung. Also ich wollte das vorher noch anfügen, wo du das meintest mit dem Älterwerden und dem Kranksein. Was ich halt inzwischen merke, das kennst du vermutlich auch, ist, dass ich früher merke. Ich merke früher bestimmte Signale und kann dann halt, nämlich halt mal eine Stunde früher ins Bett gehe oder einen bestimmten Tee trinke oder sowas, Dinge verhindern, die sich sonst früher ausgewachsen hätten zu einer Erkältung. Das heißt, die Kommunikation geschieht früher. Und wir finden gemeinsam einen Weg. Körper und ich. Du und dein Werkzeug. Genau. Es muss also nicht mehr so kräftig kommen, das Signal. Ich glaube, Beziehungstypen sind ja dann eher so, die gehen dann noch mit dem Kopf und am Arm zur Arbeit. Weiß ich nicht. Und wenn sie krank sind, sind so Beziehungstypen halt, ne? Kümmerig. Also kümmern sich gerne um andere und lassen sich, glaube ich, auch gerne umsorgen. Naja, klassisch, klischee-mäßig wäre halt zum Drama. Also sozusagen auch ein Kommunikationsanlass. Ich gucke nur gerade, wie weit wir sind. Wir sind bei einer Stunde, 12 Minuten. Okay, es fühlt sich immer viel kürzer an mit dir. Ja. Ist schön. Ja. Wir haben die Frage nicht geklärt. Ne? Vielleicht so als, ich leite mal einen Schlussgedanken an, dann kommst du zum Schlussgedanken, weil es gibt da einen Gedanken, den finde ich ganz gut. Der kommt noch aus der Corona-Zeit. Achtung! Ja, aber nur der Gedanke hat mit Corona nichts zu tun. Aber in der Corona-Zeit war irgendwann mal die Frage im Raum gestanden und die halte ich bis heute wichtig. Wie wichtig ist die Gesundheit? Also, damals war ja auch die Frage, was sind wir bereit, alles einzuschränken, damit Leute gesund bleiben? Sind wir bereit, soziales Leben einzuschränken und alles das? Und in der damaligen Zeit hat Wolfgang Schäuble in einem Interview gesagt, dass wir im Grundgesetz haben wir ein Recht auf Menschenwürde, aber wir haben kein Recht auf Gesundheit, wir haben noch nicht mal ein Recht auf Leben. Und er brachte als Beispiel, dass es viele Menschen in diesem Land gibt, die Berufe machen als Feuerwehrmann, als Polizist, wo sie ihr Leben einsetzen, ihr Leben riskieren. Und wo er meinte, es wäre keine lebenswerte Gesellschaft, wo das Überleben jedes Einzelnen, die Gesundheit jedes Einzelnen auf Platz 1 steht. Sondern wir brauchen Leute, die bereit sind, in ihrem Beruf so etwas auch mal einzusetzen, weil es eben etwas darüber gibt, weil es etwas gibt, wofür die sagen, dafür bin ich bereit, mein Leben einzusetzen. Klingt schon sehr türkis. Das fand ich einen so berührenden Text von diesem alten Mann, der als Politiker ja auch viel von seiner Gesundheit durch das Attentat eingebüßt hat. Um einfach nur zu sagen, also ich würde so übersetzen, achte drauf, was du als obersten Wert setzt. Und ich glaube, wenn wir Gesundheit zum Gott ernennen, als obersten Wert, dann kommen wir in keine schöne Gesellschaft. Ich glaube es nicht. Ich würde vor diesem Gott warnen. Den Gedanken, so wie du ihn ausführst, bin ich ganz bei dir. Und auch hier sind wir ja wieder in der Betrachtungsweise der Gesundheit. Was ist es individuell? Ich würde mich als gesund bezeichnen, erstens, wenn relativ viel davon abgedeckt ist. Also wir sind wieder bei den Sinnen. Ne? Was kann man tun? Gesund essen ist ein Überbegriff. Was das auch für jeden Einzelnen heißt.
Also es gibt bestimmte Randparameter, aber am gesündesten wäre es für mich, wenn man da auch nicht zu, wie du sagst, nicht zu sehr drauf achtet. Ne? Es soll ja auch nicht nur gesund sein, sondern auch schmecken. Hm. Es soll ja auch eine sinnliche Erfahrung sein. Auditiv, gute Musik hören, mit netten Leuten sprechen oder eben auch mal sortieren, was höre ich mir an und was auch nicht. Finde ich in heutigen Zeiten unwahrscheinlich wichtig. Und sind wir dann auch schon wieder bei der sozialen Gesundheit oder Hygiene. Das ist noch wichtig. Ich hatte auch zwei Podcasts in der Zeitcast-Reihe zum Thema Klang. Also zum einen mit Heike Ott über Klangtherapie. Oh ja. Und dann auch den, einer meiner Liebsten ist ja auch der mit Evan, ja. Evan Bortnick über Klang, wobei der halt leider Gottes vom Klang her nicht so gut ist, der Podcast, weil da Zoom uns einen Streich gespielt hat. Mhm. Aber definitiv, natürlich. Klang. Macht Klang sind viel wir auch aus. Wieder bei Frequenzen, ne? Ja. Frequenzen, wie sie auf den Körper wirken, und da ist Musik oder Klang eine der schönsten Arten, weil sie halt auch direkt einwirken. Gute Musik ist schön. Ja. Das hatten wir doch, ich kann nicht sagen gestern, die Leute, die den Podcast hören, für die ist es nicht gestern, aber wir hatten es auch gestern auch mit Thomas zu der Frage, ob wir eigentlich gerade in einer Zeit leben, wo die Leute viel Musik hören oder einfach nur viel von Klängen umgeben sind, aber um Gottes Willen nicht hören. Ne? Das fand ich auch so ein sehr spannender Gedanke. Ich war ja dabei, ich war ja hinten, durfte das mir mit anschauen. Ich bin da nicht komplett eurer Meinung. Na dann, jetzt mach ein feierliches Finale, indem du in einem Satz sowohl Thomas als auch mir widersprichst. Ich finde, das Thema Musik ist sehr verarmt. Was ist überhaupt noch hörenswert? Also ich bin einfach schneller fertig mit Auswertung der Informationen, die mir die heutige Musik bringt. Es hat nicht mehr die Komplexität von früher. Natürlich, und wenn ein Musikstück komplex sagt jetzt ist, die Frau, die auf dem Herweg hierher Bach gehört hat. Ja. Ja, der ist aber auch ein Genie. Ja. Also der ist ja auch, der ist auch wahnsinnig. Ab wann ist Wahnsinn eigentlich nicht mehr gesund? Ab wann wird Wahnsinn krankhaft? Habe ich mir tatsächlich schon die Frage gestellt. Ja, Bach, Hameln-Messe. Eins der schönsten Stücke überhaupt. Definitiv. Aber bevor ich hier, ne, ich habe jetzt Rachmaninow, Chopin und Bach haben wir heute. Es gibt auch schöne, moderne Musik. Wollen wir? Also, hast du eine Lieblingsband? Hast du einen Lieblingssänger, Sängerin-Band? Nee, ja? Nee, überhaupt nicht, weil, nee, ohne weil, nee. Das ändert sich bei mir immer. Ich hatte über 10, 15 Jahre war Bach für mich die Nummer 1 in der Musik überhaupt. Jetzt seit einiger Zeit merke ich, es wechselt gerade zu Beethoven, den ich komplett neu kennenlerne. Ich glaube, es liegt aber auch damit hängt damit zusammen, dass nach meiner Meinung ist Bach Erkenntnistyp und Beethoven ist Handlungstyp. Ja, ich streite mich da ein bisschen mit Dietmar Friedmann. Und ich glaube, es hat auch mit persönlicher Entwicklung zu tun, dass jetzt in meinem Leben gerade mehr die Handlungs-, also ich höre in Beethoven Handlungstypmusik. Bei mir ist es umgedreht. Ich konnte Bach früher nicht leiden und war voll auf Beethoven. Mondscheinsonate, die Sinfonien, die also Klavierkonzerte, die Missa Solemnis. Dietmar Friedmann behauptet, Bach wäre Handlungstyp. Und damit komme ich echt nicht klar. Ich finde, die Musik ist so hochintellektuell, das muss Erkenntnistyp sein. Der ist Erkenntnistyp. Und er behauptet, Beethoven wäre Erkenntnistyp. Nein, weil Beethoven ist für mich so Handlungstyp. Nein. Ja, da bin ich voll bei dir. Bach ist Erkenntnistyp. Ja. Der hat doch die Musik nicht wirklich zum Aufführen geschrieben. Nee, das ist reines Gedanken. Der hat einfach da und was bei Beethoven, mathematische Algorithmen. Was mir bei Beethoven so stark auffällt, ist, ich kenne keine andere Musik, bei der es so schwierig ist, im Tempo zu bleiben. Beethoven will immer schneller werden. Er wird auch schneller. Also er schreibt es ja auch hin. Ja, also ich verstehe, dass der Mann das mit Metronom geliebt hat, weil der hat etwas so Vorwärtsdrängendes in die Zukunft. Das ist für mich so typisch Handlungstyp, dieses in die Zukunft drängen. Und von daher, es kann also auch irgendwie. Ich wusste ja lange nicht, dass Beethoven eigentlich nur Pianist sein wollte. Und dann begann die Taubheit und dann hat er erst angefangen zu komponieren. Lief gut für ihn. Man weiß bis heute nicht, warum er taub geworden ist. Es gibt so viele verschiedene Theorien.
Aber jetzt könnten wir das spannende Kapitel aufmachen, was wir nicht aufmachen, inwieweit Krankheit und Genie zusammenhängen. Also die Tatsache an sich ist, glaube ich, inzwischen echt gesettelt, dass du unter den Leuten, die wir Genie nennen, einen deutlich höheren Prozentsatz hast von denen, die krank waren. Und Egon Friedell schreibt in seinem Buch auch, dass es für ihn komplett klar ist, er bringt auch eine Begründung, die ich jetzt nicht mehr wiedergeben kann, dass es für ihn sozusagen, es gehört zusammen, dass Leute, die bestimmte Leistungen in einem Bereich erlangen, dafür in einem anderen Bereich bezahlen. Nee, du kannst nicht alles. Ja. Du kannst nicht überall toll sein. Viele von denen, die echt übelst krank waren. Ich glaube, Platz 1 hat Nietzsche. Also, dass der überhaupt irgendwas geschafft hat und dann noch so groß ist, ist ein Wunder. Wenn du Beethovens Krankengeschichte liest, oh Gott. Also Bach ist da eher die Ausnahme. Der war bis auf die letzten Jahre, war der, glaube ich, echt von erstaunlicher Gesundheit gesegnet. Er hatte wohl am Ende Diabetes und konnte nichts mehr sehen. Also grün oder grauen Star, ich weiß nicht, wie viel Diabetes, aber ansonsten... Aber das lag aber auch an seinem Alter. Der ist ja auch entsprechend alt geworden, dass das kommen konnte. Aber ansonsten hast du unglaublich viele Musiker, Maler, Dichter, denen es echt nicht gut ging. Ja. Entweder körperlich oder eben Schrägstrich auch. Ich scheue mich da ein bisschen davor, das Krankheit zu nennen. Sagen wir einfach mal neuronale Störung. Oder eben wie einer wie Nietzsche, der hatte alles. Der hat nichts ausgelassen. Der hatte einmal komplett. Ich habe über Nietzsche mal gelesen, vielleicht ist das als Schlussgedanken, dass er, gerade weil er von sehr schwächlicher Natur war, sich deswegen so einen beeindruckenden Bart hat stehen lassen, weil er damit so ein bisschen quasi das männlich Starke ausdrücken wollte. Cool. Ja. Und was bei Nietzsche auch spannend ist, ist, dass obwohl der Mann ja wirklich echt in jeder Hinsicht krank war, körperlich, seelisch und so weiter, also extrem empfindlich, dass gerade er dann so, ich lehre euch den Übermenschen und diesen starken Charakter, dass er das so gefeiert hat. Also wenn du da das Werk und den Schöpfer nebeneinander stellst, ist es Tesla fällt mir ein. Also nicht das Auto. Den Erfinder, Nikolai Tesla, der hat ja, ich glaube, die meisten Erfindungen überhaupt gemacht. Das war, und am Ende verliebte er sich in eine Taube. Und ich meine das Tier, ich meine nicht die Gehörlose. Verliebte sich in eine Taube und wollte die heiraten. Sie haben es nicht zum Standesamt geschafft. Sie ist geflüchtet. Ja, aber er hat es wirklich gemeint. Er meinte, ist das nicht ernst. Ein schöner Schlussgedanke zum Thema Gesundheit? Wir verlieben uns jetzt in Tauben. Kathi. Ja, es war herrlich. Ich danke dir. Wir meanderten uns durch das Thema, haben erwartungsgemäß keine Antwort auf die Frage gefunden, aber das Gespräch genossen. Das Gespräch genossen und die Antwort insofern gefunden, es ist eine individuelle Sache. Ich würde gerne nach draußen zurufen. Einerseits das eine, was du sagtest, nehmt es nicht zu wichtig. Kümmert euch um euch selbst, seid glücklich. Voltaire sagte das, das ist ein schöner Schlussgedanke. Da ich bemerkte, dass es für die Gesundheit sehr förderlich ist, glücklich zu sein, mache ich das dann einfach mal. In diesem Sinne danke ich dir für das Gespräch. Ich danke dir, Rainer. Und wer weiß, ob es eine Fortsetzung gibt. Oh, das mit dem Wahnsinn, das würde mich noch sehr interessieren. Das machen wir mal noch. Du meinst, wir machen mal irgendwann einen Wahnsinns-Podcast? Wir machen irgendwann mal einen Wahnsinns-Podcast. Wir machen einen Wahnsinns-Podcast. Ja. Ich muss jetzt zur Kamera gehen und die ausschalten. Mach das mal. Ich danke dir. Also. Und wir können noch einmal winken für die, die uns auf Zoom sehen. Und in diesem Sinne, wink du noch einmal. Tschüss. Tschüss.